Hallo liebe Fußballfreunde, liebe Community und herzlich willkommen zu einem neuen React auf meinem Kanal. Wir schauen uns ein Vlog an nach Shirin Ghosh, den wir gesehen haben bei ihr zum Hangover Bachelor Dreh. Jetzt gucken wir uns einen 16 Minuten Vlog an von Jonas. Ich freue mich sehr, ich bin sehr, sehr gespannt, was er alles in seinem Vlog drin hat. Von daher, ich bin jetzt wirklich sehr gespannt. Wie geistesgestört irgendwie. Good morning, was geht? Ich hoffe euch alles gut. Leute, ich bin echt ziemlich müde. Es ist jedes Mal vor Drehs so, dass ich es nicht schaffe, mein Zeitmanagement irgendwie in den Griff zu kriegen. Egal. Wie beim Krasnesma-Dreh auch schon, packe ich gerade meine Sachen. In ungefähr einer Viertelstunde fahre ich zu Jonas und dann zum Flughafen. Da ist immer das ganze Video-Equipment-Zeug. Da hinten sind so Kostüme und natürlich meine normalen Sachen, die ich trage. Achso, lol, ich habe gar nicht gesagt, worum es geht. Gehen wir gerade hier rüber. Herzlich willkommen zu diesem Vlog. Leute, es ist eine neue Staffel Villa der Liebe. Oh, Jesus, ist das hell. Beziehungsweise werden wir das Format wahrscheinlich umbenennen. Nichtsdestotrotz produzieren wir jetzt eine neue Staffel in Portugal. Und ich dachte mir, der Krasnesma-Vlog kam super bei euch an. Und dafür ist oh ja, der privat. Der kam echt gut an. Für Vlogs, alles, was so privat passiert, hinter den Kulissen. Und ich freue mich extrem auf diesen Dreh, weil wir ganz viele neue Leute kennenlernen. Also, wir haben diesmal wieder einen ganz neuen Cast und deswegen ist es, glaube ich, sehr, sehr aufregend. Alle Leute, ich weiß gar nicht, wie viele Leute ich noch nicht persönlich davon getroffen habe, was es extrem aufregend macht, alle Drehs immer wieder. Ja, wir sind eine Woche in Portugal, beziehungsweise 8 Tage insgesamt. Da werden auf jeden Fall auch mehrere Vlogs entstehen. Jetzt gleich. Fun Fact. Und witziger Zufall, wenn man jetzt alles heute an diesem Tag sieht. Nummer 1. Portugal ist, wenn Corona vorbei ist, tatsächlich mein Urlaubsziel. Ich sag mal, vielleicht sogar fast mit Nummer 1. Weil dort mein Lieblingsfußballverein spielt. Direkte Überleitung zu Nummer 2. Heute, für mich, ist Sonntag, wo ich dieses Video aufnehme. Und heute Abend findet das UEFA Champions League Spiel Finale zwischen PSG und Bayern statt. Wo? Im Stadion meiner Lieblingsmannschaft, im Estádio da Luz in Portugal, im Stadion von Benfica Lissabon. Und die haben in Portugal gedreht. Beste Zufälle überhaupt. Erstmal zum Flughafen, beziehungsweise zu Jonas, dann zum Flughafen. Wir fliegen nämlich einen Tag vor Ort hin, weil wir die Location schon mal checken. Wir haben noch ein paar Dinge zu tun, die wir vor Ort erledigen müssen. Ich glaube, mehr muss ich dazu nicht sagen. Sieht auch traurig, Alter, wie dreckig dieser Toaster ist. Macht ihr manchmal den Toaster sauber? Der ist ja überverdunst hier. Okay, ich muss mir auf jeden Fall mal was zu essen machen. Toaster macht ich mal sauber. Ich weiß nicht, wie lange das hier schon rumliegt, aber es ist auf jeden Fall schon steinhart. Normalerweise sind die so weich. Alter Scheiße. Oh nein, sogar der Spiegel ist so dreckig. Und der ist auch noch kaputt. Leute, es läuft nicht. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich an der nächsten Station. Let's go. So, und da sind wir auch schon am nächsten Spot. Schon ist gut. Wie viel Zeit ist vergangen? Wir haben jetzt irgendwie 11 Uhr fast oder so. Wir sind losgeflogen gegen. Ich glaube, den Vlog hatte ich so um 10 noch gemacht. Das heißt, konntet ihr jetzt nicht sehen, aber hier bei mir unten in der Ecke stand 23 Uhr. What the fuck? Und wir sind Jonas Wuttke. Direkt da. Heißt, mittlerweile sind wir ungefähr 13 Stunden später. Wir sind jetzt in Portugal angekommen. Jonas liegt da drüben auf dem Bett. Dieses Zimmer ist einfach absolut skurril. Jetzt ist es draußen schon dunkel mittlerweile. Wir sind ja noch eine Nacht in einem Hotel untergebracht. Morgen früh fahren wir zur Unterkunft. Wir haben den Mietwagen schon abgeholt. Ich freue mich, morgen auf jeden Fall die Location zeigen zu können. Dieses Zimmer ist absolut skurril. Alleine, weil Jonas Wuttke da drin sitzt, macht es schon zu einem sehr skurrilen Zimmer. Die Laune ist super. Das Bett ist sehr groß. Das ist gut eigentlich, wenn man zu zweit in so einem Bett liegen muss. Also es ist sehr viel Platz, was ich zu Jonas Wuttke habe, was natürlich super ist. Nicht so gut ist, dass diese Dusche im Raum ist. Wie wir es feststellen, ist ein Fehler vom Architekten. Der hat versehentlich die Mauer nicht mehr ganz hier rumgezogen. Die ist zu früh. Das ist einfach hier drin. Das ist ein bisschen weird, wenn einer noch im Bett liegt morgen. Gott. Normalerweise gehst du jetzt zuerst in die Dusche. Das heißt, ich schlafe dann auch. Das ist also für dich sogar ganz gut. Aber wenn ich duschen gehe, wirst du die ganze Zeit hier dran stehen und reingucken. Ich weiß jetzt schon. Komm, ich zeig euch mal kurz, wie das aussieht. Wenn man hier drin duscht. Hallo. Hey, kannst du einmal... Was ist das denn für eine Dusche? Also so eine Dusche, ohne wenn es von allen Hotels und Unterkünften und wo ich je, sag ich mal, schon so war, hatte ich noch nie so eine Dusche. Größte Dusche tatsächlich, oder ja, Dusche in dem Sinne, ja, so Dusche, hatte ich in Dänemark. Tatsächlich. Denn, boah, das war da richtig cool drin. Ich sag mal, da war außen, sag ich mal, so, sag mal, ja, ist das ein Steinboden? Ich sag jetzt mal Steinboden. Da war so ein Steinboden und das war riesig, denn man konnte sich da auf eine Bank noch hinsetzen und man konnte zwischendurch sich da hinsetzen, da so gesehen drehen für Wasser und dann am Rücken. Und dann wurde der Rücken, sag ich mal, so massiert. Und gleichzeitig aber auch, ja, halt eben geduscht. Beides gleichzeitig. Mega geil. Und schreibt mir in die Kommentare. Ich finde das Wetter draußen gerade
Mega geil, es regnet und ich freue mich. Ich freue mich, dass es endlich wieder kälter wird. Mal reingehen. Wie krass sieht man denn die Umrisse? Also normalerweise nicht so, aber direkt dran komplett. Also jetzt dürfte es eigentlich nicht sein. Also, es geht so, man, ja, ist jetzt auch nicht dramatisch. Dann gehen wir ein bisschen näher ran. Oh Gott, ich glaube, ich kann da nicht duschen morgen. Ist jetzt schon komisch. So, hier ist auf jeden Fall ein großer Spiel, was cool ist. Ich mache gerade so eine Roomtour, obwohl das voll unwichtig ist, weil wir sind hier nur für eine Nacht gerade. Ja. Das hier ist die Dunkelkammer. Herzlich willkommen in der Dunkelkammer, meine Freunde. Hallo, ich bin. Ja, Jonas, ich habe noch ein bisschen was zu tun. Wir müssen immer auch die Zimmeraufteilung machen. Deswegen sind wir schon ein bisschen früher hier nach Portugal gekommen. Ich würde sagen, wir sehen uns einfach morgen an der Location. Da kann man noch eine coole Roomtour machen, weil die sieht immer bestimmt richtig fresh aus. Jonas, dein Wort zur späten Stunde? Die sieht bestimmt richtig fresh aus. Wow. So, guten Morgen, wir sind wieder zurück. Ich habe, glaube ich, dieselben Klamotten wie gestern an. Es tut mir leid, ich habe auch dieselbe Unterwäsche noch an. Nein, wir waren doch heute wirklich duschen. Wie war das Duschen? Ich saß gestern auch exakt hier, oder? Ja, oh Gott. Nein, wir haben uns nicht bewegen. Aber ihr könnt sehen, die Sonne ist aufgegangen mittlerweile. Und das wollte ich, was ich euch gerade zeigen, das ist übrigens unser Ausblick, was ich euch gerade zeigen wollte, wir haben so Lunchboxes bekommen, was überfett einfach so. Mm. Schaut mal, einfach so richtig nice. Ich weiß gar nicht, was hier einen echt geilen Joghurt. Das ist Corona-bedingt. Kann man halt gar nicht gut frühstücken. Deswegen machen die einem so Lunchboxes fertig. Was total cool ist. Das ist nicht meins. Dann haben wir hier noch einen frisch gepressten Saft. Alter, das ist meins. Einfach rühren. Das ist auch einfach so Rührei. Wir haben natürlich die vegetarische Variante bestellt. Ja, und das war jedes Wochenende, Samstag, Sonntags bei mir Rührei. Immer. Heute Morgen das Duscherlebnis, ich hab's euch ja schon gezeigt. Das war ganz angenehm. Also mir hat sehr viel Spaß gemacht, mich hier in der Duschwand zu reiben ein bisschen. Jonas saß halt da, hat zugeschaut, genau. So, aber jetzt würde ich sagen, sehen wir uns dann gleich an der Location nice. Wieder. Bis gleich. So, wir haben einen kleinen Zwischenstopp gemacht, beziehungsweise sind wir gleich im Haus, noch ein bisschen zu früh, deswegen haben wir jetzt gerade erstmal hier geparkt. Mit diesem schicken Mobil sind wir übrigens unterwegs. Wirklich ein sehr, sehr smarter, schicker Mitsubishi. Aber was ich eigentlich zeigen wollte... Mitsubishi. Ja, immer wieder... Aber was ich eigentlich zeigen wollte, ist diese wunderbare Aussicht. Das sieht einfach überfresh aus, wenn man das mal anguckt, so vorne mit dem Fluss. Und das Haus müsste gleich da hinten um die Ecke sein, also ist gar nicht weit. Wie gesagt, wir sind noch ein bisschen zu früh, deswegen haben wir gedacht, schauen wir uns das Ganze hier erstmal an, aber es sieht mega schick aus. Und boah, geile Aussicht. Vor allem. Ja, und Jonas macht natürlich auch gerne mal ein Foto davon. Der freut sich richtig. So, Freunde, und da sind wir. Wir sind jetzt in der Location angekommen, haben jetzt eingecheckt. Ich gehe jetzt gerade mal hier raus mit dem Balkon von unserem Zimmer aus. Ich hoffe, es ist nicht zu windig gerade. Es ist wirklich verdammt schön. Von außen sieht es erstmal ein bisschen klein aus, aber so klein tatsächlich kann ein großer Vorteil sein, weil man sich ja nicht so schnell verläuft, dann trifft man viele Leute. Es ist ziemlich nice. Ich zeige euch aber mal gerade kurz, wenn man in diesen Raum reinkommt, das sieht so sehr pragmatisch eingerichtet so. Das Badezimmer ist auch ganz cool eigentlich. Also eigentlich ganz easy, so das, was man braucht mit einer Dusche. Man ist aber ja kaum drin. Also wir sind ja eigentlich nur zum Schlafen drin, das darf man nicht vergessen. Und draußen ist direkt das Geilste an der Tischtennisplatte. Dann haben wir hier oben einen Balkon, also das ist so die mittlere Etage quasi. Gibt hier oben noch eine Etage. Ah, ja. Da ist noch ein Balkon, da schläft die Crew, ist so Crew-Area. So, hier runter, dann sieht man schon da unten, da unten ist der Pool. Gibt noch einen Innenpool auch insgesamt. Die Landschaft hier ist auch überfresh, finde ich. Also es ist so was ganz anderes, dieses mediterrane. Und das Recht sah eben irgendwie so aus, finde ich, so ein bisschen. Wenn ich nochmal hier so ein paar Sekunden zurückgehe. Und das sieht so ein bisschen aus, wenn man nicht wüsste, dass das so Wald ist. Inge, das ist ja nur Wald. Könnte man irgendwie so aus der Perspektive denken, das ist so eine Weinplantage. Wisst ihr, was ich meine? Das sieht voll so aus. Das ist so was ganz anderes, dieses mediterrane, mitten im Land. Wir sind ja mitten in Portugal, also gar nicht am Meer. Das finde ich auch so nice. Ah, okay. Drunter ist überall, kann man sich überall hinsetzen. Hier drunter quasi auch. Und hier geht die Fläche dann quasi noch drumherum. Wenn man hier lang geht, dann kommt man quasi da. Also hier sind wir rumgekommen. Ich kann mal ganz kurz das Haus von außen zeigen, wie das aussieht. Kein Moment. So, also so sieht es aus. Und das, wisst ihr, was ich meine? Es sieht so von außen irgendwie aus wie so ein kleiner Klotz irgendwie. Aber es ist halt unten die Etage. Und hier, wir gehen mal kurz nach unten. Die anderen. Vor allem, ich weiß nicht, ob ich das schon über so den anderen Videos gesagt habe, aber finde ich, sieht. Ist dieser Stil vom Haus echt geil. Also das hat so das rustikal das richtige Wort. Ich weiß es nicht, aber das ist gerade so das erste Wort, was mir einfällt. Aber das hat so was Altertümliches. Oh, gefällt mir. Ich mag so diesen Baustil. Ich glaube, ich würde nicht sowas in sowas dauerhaft leben wollen, aber ich liebe diesen Stil. Kommen jetzt jeden Moment. Die kommen diesmal schon super früh. Also beim letzten Mal war das nicht so. Hier ist man jetzt in der unteren Etage und das ist ja total cool, finde, dass es hier einfach so fresh Gras gibt und so. Weil Cast halt Area. Echt relativ ausgetrocknet. Hier ist das Wohnzimmer und hier wird dann das Essen serviert. Hier ist so ein Bereich, wo man essen kann, was halt auch windgeschützt ist und so, sehr nice ist. Benutzt das Wort nice einfach viel zu oft. Es gibt ein E-Piano, das ist cool, weil hier kann ich dann weiter trainieren. Ja, und hier kommen dann auch noch Zimmer rum. Die sind halt alle nice. Belegt, deswegen kann ich, glaube ich, hier nochmal durchfilmen. Hier ist noch Zimmer. Hier kommt man lang zur Bücherecke. Hier werde ich auf jeden Fall viele Bücher lesen, logischerweise. Und hier kommt man dann auch nochmal zu einigen Zimmern. Die sind alle halt auch relativ einfach eingerichtet.
eingerichtet, weil man aber halt auch nicht mehr braucht und man chillt halt nicht drin. Das wäre sehr komisch, wenn man die ganze Zeit drin chillt. So, das sind hier Zimmer mit Badezimmer, ich will hier nicht zu lange drin sein. Aber man kommt hier halt auch ganz cool direkt raus. Kann sich hier vorne hinstellen, das finde ich halt sehr, sehr nice. Das ist soweit zur Roomtour zu sagen. So, und ich werde mich jetzt einfach gerade mal kurz ein bisschen frisch machen und dann werden die anderen auch gleich schon kommen. Und dann gibt es erstmal Mittagessen, weil hier gibt es ein Catering, die machen für uns dreimal am Tag Essen. Was halt sehr praktisch ist, weil wir können uns dann nicht selber noch drum kümmern, wenn wir die Serie hier noch produzieren. Genau, deswegen ist es im Grunde ganz wichtig, dass das auch passiert. So, ich melde mich wieder und schaut mal, wer hier ist. Hi. Nathan ist wieder. Marv TV. Der einzige und Kekse TV. Das ist einfach frech. Alle in meinem Blog. Einfach frech. Alle in meinem Blog. Zwei Personen. Mit Ach, ey, Nathan, ganz kurz zur Information. Du, nein, das ist nichts Schlimmes gerade. Ja. Du bist immer derjenige, der die Kameras mal aufsammelt von den Leuten, die vloggen. Und das war aber in allen Vlogs so. Ja. Deswegen erwarte ich, dass es auch hier regelmäßig passiert. Ich werde auf jeden Fall jede Kamera, die ich finde, klauen und definitiv Bilder machen. Das ist gut. Bei jedem von euch. Die Leute freuen sich auf jeden Fall schon drauf. Kleines Bild. Okay, cool. Ja, alles klar. Genau, da hinten sind noch mehr Leute. Ich glaube, man kann die wegen dem Licht nicht erkennen, aber es ist auch nicht so wichtig tatsächlich. Aber es sind noch mehr Leute da. Nein. So, guten Morgen, Leute. Es ist ein bisschen... Ich würde sagen, perfect timing und dann der schicke Finger von Kyler. Perfekt. Windig, ehrlich gesagt. Deswegen hoffe ich, dass noch oben da lassen. Es ist zu windig. Ich glaube, ich muss schon wieder reingehen. Es ist jetzt der nächste Morgen. Ich habe euch gestern... Oh Gott, ist das windig. Okay, ich gehe wieder. Ich habe gestern mit Absicht nicht so viel gevloggt, weil gestern erstmal ankommen und so, das war so ein bisschen noch so private. Scheiße, das wäre eigentlich perfekt für meinen Kanal gewesen. Ist ja irgendwas private. Stimmt. Heute kommen auch die Privatmomente. Jetzt gerade gibt's Frühstück. Ich kann das gerade kurz zeigen. Also hier sind jetzt schon die ersten Darsteller und natürlich die Crew, die früh aufstehen muss, weil es die erste Szene. Aber wir sind alle fit, oder? Ja, perfekt, nice. Ich mach erstmal Kaffee. Sehr schön. Wer bist du denn und was hat dich hier hingetrieben? Ich bin Chris und die Drogen. Das war übrigens nicht ihre Rolle, also das ist sie als Person gewesen. So sieht das Frühstück hier aus. Ah, ja. Ich weiß nicht, erinnert, aber es ist eigentlich immer vergleichbar so. Es gibt immer Käse und Wurst, es sind immer Brote und Kaffee. Das ist auch das Wichtigste. Gestern waren wir noch im Käse Pool. Ist das Wichtigste. Das ist so ein privater Moment gewesen, den ich unbedingt mitfilmen müssen. Also heute wird es auf jeden Fall mitgefilmt. Ich glaube, viel mehr kann man aktuell nicht erzählen. Wir haben jetzt noch, das ist deutsche Zeit, das heißt, wir haben hier noch eigentlich 10 vor 9. Das heißt, wir haben jetzt noch 10 Minuten, dann wird die erste Szene gedreht. Das ist aber wirklich einfach herrlich, hier so rauszugucken. Das ist schon schön. Das ist übrigens Ellen. Und es ist extrem windig. Jetzt hier einmal eine kleine Crew-Runde. Also ich habe die Crew hier mal versammelt. Der erste Drehtag. Eindrücke, Impressionen. Es ist verdammt heiß. Ja. Aber wir kommen klar mit unseren... Paul Kamera. Tobi, ich habe übrigens überlegt, wir müssen irgendwann mal... Ich habe so eine krasse Challenge vor, wo man... Also es ist, glaube ich, richtig witzig. Da muss man den Cutter herausfordern. Also seinen Cutter. Und dann werde ich quasi so ein Video machen und werde lauter so Sachen sagen, die irgendwo passieren müssen. Und du musst es dann so zusammenschneiden, weißt du? Oh nein. Also okay, zum Beispiel so irgendwie so... Ich weiß, was du meinst, ja. Ja, ich hab so eine Scheiße. Ich bin dabei, ja. Also Tobi wird es aber packen. Das wird, glaube ich, richtig witzig. Melin, was sagst du zum heutigen Ton? Ja, ich habe kein so ein Bero. Das macht dich schon mal sehr traurig. Aber du hast eine Mütze auf. Ich habe eine Mütze auf. Aber es ist sehr heiß natürlich. Ja. Und wir haben sehr viel Wind und sehr viel Sand in der Luft. Das ist nervig. Aber wir schaffen es irgendwie. Wir werden es packen. Und das Schlusswort vom Aufnahme. Jetzt hat der Ton auch einen Hut. Jetzt eigentlich auch Fell der Crew. Ja, was ist dein Fazit? Ja, das. Vor allem Sombrero. Sombrero bringe ich gar nicht mit Portugal in Verbindung. Die sind doch nicht in Mexiko. Sind doch nicht in Mexiko. Also warum so ein Hut? Portugal? Oder irgendwas Portugiesisches, irgendwie eine Mütze irgendwie mit der portugiesischen Flagge oder irgendwie so, oder in den Farben, halt eben grün-rot. Das wäre doch geil. Das wäre Premium. Jetzt weitermachen müssen. Nice, er macht seinen Job gut. Let's go. Hi, Freunde. Herzlich willkommen zur Castingshow. Und wie in jedem Vlog, Jonas hat es auch schon eben erzählt, Nathan mit der Kamera. Und what the fuck, was ist mit seinen Haaren? Ich glaube, die Haare hat Nathan noch nicht gemacht. Also zumindest sieht es so aus. Und dieses Shirt mit den Katzen von Barbie, das ist geil, ey. Dick und doof. Ja. Darf ich einmal? Und ich. Darf ich einmal? Einmal nur. Kurz einmal. Einmal so einen schönen Klapp. Baby. Darf ich nochmal? Nein. Wir sind hier gerade bei dir vom Villa der Liebe. Deine Haare sind noch lost. Und der liebe Jonas, wir haben hier gerade bei uns im Zimmer gedreht. Ja. Und er hat seine Kamera hier vergessen. Baby. Können wir uns irgendwas Lustiges einfallen lassen? Lass einfach die Kamera. Hast du gerade an deinen Eiern gejuckt? Ja. Kannst du das nochmal machen? Ja, nein. Okay, bis gleich, Freunde. Klaue ich aber die Kameras von allen denen, die hier am Set vloggen. Und ich glaube, das ist Jonas Amst, seine Kamera. Ich bin hier gerade am Pool. Und ich dachte mir, ich zeige euch mal, was hinter den Kulissen so abgeht, was sonst nicht in den Vlogs ist, weil es irgendwie keiner filmt. Und zwar ist gerade die Poolparty. Und ich dachte, vielleicht freut sich Jonas, wenn ich ein bisschen was für seinen Vlog dafür filme. Kurzer Einblick hinter die Kulissen. Ich hoffe, es hat euch gefreut. Liebe Grüße von mir. Ja, like nicht vergessen. Und folgt Jonas auf Ehrenbasis. So, und das hier ist übrigens gerade mal ein bisschen hier. Das nächste Tag übrigens wieder. Hauptsache natürlich der untere Bereich hier verpixelt.
Ja, im Pool waren wir gesehen habt. Und jetzt gibt es hier gerade erstmal eine Runde zu essen. Und das ist noch die Vorspeise. Da hinten werden jetzt die richtigen Pizzen gebracht. Das ist ja purer Luxus hier. Hallo, was geht und willkommen zurück zum schlechtesten Vlog aller Zeiten. Ich gehe mal hier gerade wieder zurück zum Set. Bei Alan macht es einen Blick, er erinnert sich. Dann springen wir wieder zurück in die Situation. Alan beginnt zu weinen. Okay, das heißt, am Ende weinst du dann. Dann für das Zurückspringen können wir dann davor auch die Pause machen und da die Tränen müssen dann anwenden. Nochmal die Hauptbeats, du fängst an zu sprechen. So, guten Morgen. Wir drehen jetzt eine coole Szene, in der Kollege hier eine fette Torte in die Fresse kriegt. Ich freue mich. Du willst aber seine Nippel zeigen. Nein. Ja, okay. Hast du heute Geburtstag? Nein. Doch. Nein. Ach, wie viele Leute sind zu deinem Geburtstag gekommen? Einer. Zwei. Sind zwei gekommen? Ja, das reicht aber auch. Und was wollen die machen? In der Torte ins Gesicht haben? Genau, deswegen sind sie gekommen. Und dann geht sie wieder nach Hause. Ja. Ich darf nicht lachen, wenn ich die Torte ins Gesicht kriege, ne? Du weinst schön in der Szene. Echt? Du wirst richtig schön fertig gemacht. Weißt du, was ich am coolsten an diesem Set finde? Was denn? Die Kondome. Wir nehmen jetzt auf, meine Freunde. Und weißt du, warum wir da sind? Weil wir dich mästen wollen. Mästen bist du komplett schatz, du fetter Schwein! Nein! Das Schwein dippen! Also die Lache. Oh mein Gott! Wie alle das gefilmt haben. Good morning. Wir haben mittlerweile Tag Nummer 6 oder 7. Wir haben heute abgedreht. Ich weiß nicht, was ich die ganze Zeit gemacht habe. Ah ja, wir haben hier gefilmt. Stimmt, deswegen konnte ich nicht vloggen. Egal, auf jeden Fall wollte ich euch gerade mal was zeigen. Ich habe heute die ganze Zeit ein T-Shirt getragen und jetzt guckt euch mal, Alter, guckt euch mal diesen Unterschied an. Junge, so ekelhaft. Das ist so eine gerade Linie. Das ist, weil ich die ganze Zeit so ein scheiß T-Shirt getragen habe. Und es provoziert mich echt hardcore. Ich habe gerade eben noch Sport gemacht und jetzt verpasse ich das ganze Essen. Deswegen gehen wir jetzt gerade mal runter und checken mal, was es so zu essen gibt. So, werfen wir mal einen Blick rein. Es gibt... Ich vermute mal, dass das Pommes die Fleischvariante ist. Ah, geil. Sieht sehr gut aus. So, und wahrscheinlich, vermute ich mal, wird ein Teil der Leute schon draußen essen. Ohne Witz, was würdet ihr jetzt eher essen? Pommes mit Nuggets oder die Nudeln mit dieser Wurst? Wenn ihr euch das jetzt so aussuchen müsstet. Ich glaube, wenn ich erstmal mich nur von eins von beiden entscheiden müsste, würde ich, um ehrlich zu sein, ich glaube, ich würde Nudeln und Wurst nehmen. Aber ich würde es gerne eigentlich mixen. Bedeutet ein paar Pommes, dazu Wurst und vielleicht sogar noch ein paar Nudeln. Weil, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, wenn es um diese Kohlenhydrate geht, ich glaube, das habe ich schon mal gesagt, Reis, Kartoffeln, Nudeln. Ich liebe Reisgerichte, ist auch für mich auf 1. Dann kommt für mich Nudeln und auf einer letzten Stelle sind für mich so Kartoffeln. Pommes, ja, mag ich, aber so Kartoffeln an sich gar nicht. Also mag ich gar nicht. Ja, da essen Leute. Hallo. So, und wie ihr sehen könnt, ist es hier wirklich, es ist wunderschön. Es ist sehr idyllisch und Urlaubs. Ach, die sind alle da oben. Was macht ihr gerade? Hi, du wirst zensiert. Hässlich bin. Vielleicht schon. Sonst wärst du demonetarisiert wegen hässlich. Und was macht ihr? Da oben hoffentlich keine Bilder, oder? Nein. Könnt ihr mit auch ein kleiner bisschen näher hier rankommen, bitte? Okay, das ist echt kritisch. Das ist echt kritisch von hier. So, und jetzt guckt euch das mal da vorne an. Ich meine, das ist doch, also, habt ihr schon mal eine Sonne gesehen? Das ist wirklich sehr, sehr schön. Habt ihr schon mal eine Sonne gesehen? Perfekt ist. Können wir sehen, die machen auch gerade Bilder. Es ist halt hier auch einfach so ein Ort, wo man immer Bock hat, Bilder zu machen, weil, ne, das halt auch nicht jeden Tag. Ich gehe mal kurz mit euch rum. Das, habe ich das schon gezeigt? Da sind auch Zimmer, die sind zum größten Teil sehr, sehr unaufgeräumt. Ich weiß auch nicht genau, wobei unser Zimmer sieht auch wie scheiße aus. Jetzt habe ich schon alles gezeigt, oder? Ich sag's mal ganz ehrlich, Leute, ja. Die Tage hier waren lang. An den Tagen wurde ab und zu auch mal ein bisschen was getrunken. Was ist so, bei Produktionen läuft es einfach so, kann man nicht verhindern. Oh, ich habe hier ein Wespennest gesehen. Das will ich euch mal zeigen. Da ist ein Wespennest. Scheiße. Ich kann nicht näher ran, ich habe Angst, ich habe Überangst. Okay, ich traue mich echt nicht näher ran. Egal, wir lassen die mal in Ruhe. Uch, oh. Moment mal. Was ich jedenfalls sagen wollte, ist, dass hier auch ab und zu mal ein bisschen was getrunken wird. Tropfen Wein oder Bier fließt auch mal. Und dadurch ist aber, weil die Nächte alle relativ kurz sind, also wir schlafen hier im Schnitt, also zumindest die Crew so, wir schlafen immer so 4-5 Stunden, so eine ganze Woche lang. Aber dadurch sind alle Tage so komplett verwaschen. Wir haben jetzt abgedreht, wir sind jetzt durch und es war eine echt nice Sache. Ich setze mich mal hier hin. Oh, guck mal, wie schön das ist. Wenn ich hier sitze, warte, ich mach mal so ein... Seht ihr das? Es ist so schön mit dem Fluss. Genau für diesen Moment habe ich mir dieses Gorilla-Pod geholt, damit ich solche epischen Aufnahmen machen kann. Und ich bin viel zu dunkel. Ja, jedenfalls ist heute der letzte Drehtag gewesen. Das ist aber zum ersten Mal eine Produktion, bei der wir uns einfach noch gesagt haben, wir machen einen Safety-Tag. Es gibt nämlich öfter mal Momente, dass man nicht schafft, alles zu drehen und wir müssen auch so ein bisschen Content produzieren. Deswegen sind wir morgen auch noch da, aber man kann das Ganze auch ein bisschen wie einen Urlaubstag sehen. Und das ist ziemlich cool. Ja, und wie gesagt, weil ich halt keine Ahnung mehr habe, wann was an welchem Tag passiert ist, habe ich auch keine Ahnung, was ich euch wann schon gezeigt habe. Deswegen trage ich auch den Titel des schlechtesten Vloggers aller Zeiten.
cringe. So entstehen also deine Bilder. Okay. Okay, jetzt hauen wir deine heißesten Posen raus, bitte. Okay, alles klar. Zack. Ach, der Bratan sitzt auch hier. Der Bratan. Sie machen auch wirklich einfach ein Bild nach, was wir vorgestern einfach auch schon gemacht haben. Oder gestern. Aber irgendwie sieht es mehr sexy aus. Ach, sieht so sick aus durch die Sonne. Das ist echt so crazy. Ist schön. Ja, Nathan hat in den Pool gekackt und dann muss ich jetzt selber wegmachen. Ich habe halt nichts damit zu tun. Ja, ist halt außerdem habe ich da hingekriegt. Ah, okay. Ach, das? Ach, hier. Wisst ihr, Leute, was die Wahrheit bei unseren Produktionen ist? Es machen nur hässliche Menschen mit, primär. Es ist tatsächlich so, das ist die... Du bist doch nicht so nah an mein Gesicht, was ist denn mit dir los? Das ist die Wahrheit über Moon Vibe. Zähl mal ganz kurz. Eins, zwei, zweieinhalb. Sagen wir jetzt hier drei. Diese Kratzer gehören auch dazu. Das ist ein fetter Blaufleck. Hier ist ein fetter Blaufleck. 4, 5, 6. Leute, bei 20.000 Daumen nach oben werden wir den ganzen Körper einmal inspizieren und gucken, wo noch so Blauflecken sind. Ich möchte hier an der Stelle noch zusagen, dass sie sich heute bewusst für den Pirat-Look entschieden hat. Sie möchte heute als Pirat. Ja, tatsächlich sieht wirklich ein bisschen bescheuert aus. Gar kein Ding, weil ich kompensiere das wieder mit meinem Charme. Hallo, ich bin's. Jo Leute, wir sind jetzt am Flughafen mittlerweile. Ein bisschen random, dass ich mich jetzt erst melde, aber wir sind am Flughafen. Die Leute... Reden Deutsch. Junge. So dumm. What the fuck? So dumm. Ja, wir fahren jetzt zurück und es ist jetzt vorbei. Mehr kann man da eigentlich auch nicht sagen. Es ist vorbei. Tschüss. So Leute, und ich würde sagen, der Vlog endet da, wo er auch angefangen hat. Der Mundschutz war aber nicht richtig aufgesetzt. Hier, über der Nase. Und trotzdem kann man gut reden und atmen. Mit den Masken geht das. Ich habe eine, da ist es etwas schwieriger vom Geruch her und da kann man nicht die ganze Zeit es so aufbehalten. Und atmen, da muss ich manchmal so, mache ich so unten und atme ich dann so nach unten. Aber mit denen kann man super atmen und super sprechen. Hat bei mir im Wohnzimmer. Ganz schönes Abenteuer tatsächlich. Ich habe keine Ahnung, wie lang der Vlog genau wird. Vielleicht wird der relativ lang. Ich habe auf jeden Fall nicht das Gefühl, dass ich viel gevloggt habe in der Zeit. Ich habe leider dummerweise gestern mein ganzes Handy geschrottet, komplett. Ist in den Pool gefallen und scheinbar ist es nicht ganz wasserdicht gewesen. Ich muss auf jeden Fall heute mich darum kümmern, dass es irgendwie wieder funktioniert oder ich ein neues Gerät bekomme, weil ich bin komplett machtlos ohne. Sieht man eigentlich, dass ich brauner geworden bin? Hat man das im Laufe der Tage gesehen? Ohne eher rot, aber braun wird man dann ja noch. Benutzen. Deswegen, ich kann gerade nichts bezahlen, keine meiner Social-Media-Plattformen benutzen. Ich bin gerade wirklich gefühlt komplett eingeschränkt. Inklusive, dass man mich nicht erreichen kann und ich auch sonst niemanden erreichen kann. Ich habe jetzt angefangen, so wichtigen Leuten E-Mails zu senden. Ist ziemlich nervig so. Aber ja, gut. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Vlog, würde ich sagen. Bis dann, haut rein und ciao. Nice. Ja, das war doch cool. Das war doch ein richtig cooler Vlog. Ja, und perfekte Überleitung. Wir haben jetzt den Hangover Bachelor Vlog von Jonas gesehen, vom Kanal Jonas Private. Und jetzt geht's für euch in so 4 Stunden, so in etwa, sag ich mal, dann weiter mit der 3. Folge. Ich freue mich schon sehr auf die nächste Folge. Und Fun Fact, ich habe just heute am Sonntag Teil 1 und 2 von Hangover gesehen. Kann ich euch auch nur empfehlen. Wenn ihr Netflix habt, sind alle 3 Filme damit bei. Es gibt ja 3 Filme. Den 3. will ich mir unbedingt eigentlich vor heute Abend, wenn das Champions League Spiel ist, noch ansehen. Oder ich schaue es mir dann danach noch an. Auf jeden Fall, ihr müsst euch unbedingt diese Filme anschauen. Ist mega witzig. Von daher, ich hoffe, euch hat natürlich dieses Video gefallen. Das Video ist natürlich oben in der Beschreibung verlinkt. Lasst doch dann auch sehr gerne einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Und wir sehen uns dann später wieder zur 3. Folge von Hangover Bachelor. Und bis dahin bleibt mir noch zu sagen, Anpfiff ab, Pfiff Tour. Ciao, liebe Fußballfreunde und Community. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und tschüss.